Die Umfrage wird also geladen. Alles klar, mein Freund. Ja, meine lieben Leute, und damit herzlich willkommen zum dunkelsten Roblox-Spiel der Welt. Wir spielen heute Starte die Umfrage. Inspiriert von einem echten Horrorspiel da draußen, das ich auf diesem Kanal nicht spielen will, weil es zu gruselig ist. Deswegen dachte ich mir, Leute, wir spielen die Roblox-Edition davon. Ich meine, gut, ist ja auch ein Roblox-Kanal. Die Docs sind jetzt einfach ruhig. Okay, wollen wir die Umfrage starten? Ja, ich möchte. Was ist, wenn ich auf Nein klicke? Kann ich das auch? Hattest du einen schönen Tag? Ja, es war ein sehr schöner Tag. Dankeschön der Nachfrage. Hast du viele Aufgaben? Ja, jeden Tag habe ich unendlich viele Aufgaben. Sieh dich einen Moment um. Ah, hier kann ich auf und zu machen. Nice. Oh, hier kann ich... Ah, hier kann ich das nehmen. Okay, gut. Drücken kann ich auch. Kennen Sie Ihre Umgebung? Nein, ich kenne sie nicht. Weißt du, wo du bist? Nee. Also, um ehrlich zu sein, bin ich gerade aufgewacht und... Hattest du jemals eine Panikattacke? Ja, hatte ich. Bezweifelst du deine Existenz? Na gut, also ich sitze hier, ich habe einen Würfel in der Hand, den ich wahrscheinlich nie in meinem Leben lösen kann. Ich kann die Dinger tatsächlich nicht lösen. Und ich weiß nicht, ich habe hier eine Wasserflasche und einen Wecker und einen Computer. Und ich habe keinen Stuhl. Junge, ich habe keinen Stuhl. Aber das scheint dich nicht zu jucken, ne? Nee, ich bezweifle meine Existenz nicht. Ich bezweifle nur diese Bude, in der ich hier sitze. Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Also Leute, um das jetzt mal hier so vorwegzunehmen. Ich beantworte die Fragen true, ja? Das heißt, alles, was ich wirklich meine, das heißt, was ich glaube, beantworte ich jetzt hier. Und ob ich an einen Gott glaube, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, der irgendwo auf einer Wolke 7 sitzt und sagt, aber ich glaube, dass es irgendeine höhere universelle Macht gibt, legt das aus, wie ihr wollt, die wir uns nicht erklären können. Also würde ich das Ganze als Jein beantworten, ich sage jetzt einfach mal nein, es gibt keinen Gott per se, es gibt eine universelle Macht. Machen wir das doch einfach mal so. Beantwortest du diese Frage aus freien Stücken? Ich muss mich nochmal umsehen. Zwingt mich jemand? Nö, ja, beantworte ich, mein Allerbester. Bist du... Ja? Hä? Warum nicht? Fühlst du dich in deinem Zimmer wohl? Nee, sorry Bruder. So gar nicht. Wenn die Lichter ausgehen, würdest du Angst haben? Vermutlich, ja. Hast du dich jemals gefragt, wann du sterben willst? Tatsächlich, ja. Aber ich hoffe nicht jetzt, oder? Hast du in letzter Zeit deinen Schreibtisch gereinigt? Ich habe den geputzt, ja. Wieso? Könnten wir die Tür zumachen? Öffne den Ordner auf deinem Schreibtisch. Oh. Oh. Ja, das ist jetzt auch nicht schwer, dass ich aus Deutschland bin. Was ist los mit dir? Hast du Feinde? Nein, eigentlich nicht. Aha. Wenn du vermisst würdest, würde jemand nach dir suchen. Na, selbstverständlich. Also, ich bitte euch. Bist du alleine? Nö. Tja, bin ich nicht. Meine Frau tut Staubsaugen draußen. Ich bin nicht alleine. Wenn du schreist, würde jemand hören. Ja, aber das Problem ist, sie würde nicht wissen, ob ich schreie wegen der Aufnahme oder ob was passiert, weil ich immer schreie. Kennst du die Person, die hinter dir steht? Da ist nichts. Da ist nur ein Greenscreen, mein Freund. Ich will hier raus. Bist du alleine? Nein, bin ich nicht. Was ist los? Frag mich nicht schon wieder. Entspann, nimm dir etwas Zeit zu entspannen. Ich wäre unter zwei Bedingungen entspannt. Wenn die Tür zu wäre... Und wenn ich einen Stuhl hätte. Nein, ich bin nicht entspannt. Ich bin angespannt. Fühlst du dich echt und nicht nur wie eine Maschine programmiert? What the? What? Gibt es einen Sinn für das Leben? Ja, ich vermute mal irgendwie. Oder auch nicht, keine Ahnung. Weißt du schon, wer du bist? Ich bin der allerechte Rotox, der Doors-Profi und der allerechte Besitzer dieses tollen Roblox-Kanals, auf dem ihr jetzt alle mal einen Daumen und ein Abo dalasst. Weißt du, was passiert? Nein. Ich weiß es nicht. Wenn man dir die Wahrheit über deine Existenz sagen würde, würdest du sie in der Hoffnung auf eine bessere Antwort leugnen? Nein. Wieso sollte ich? Ja.
Wenn ich dir Fragen stelle, antwortest du wirklich? Was? Ja, ich antworte wirklich, wenn du mir Fragen stellst. Ich mache jetzt das Fenster auf. Wenn ich dir beweisen könnte, dass du nicht empfindungsfähig bist, würdest du schockiert sein. Ja, true. Ich bin empfindungsfähig. Ich bin ein sehr empfindungsfähiges Wesen. Möchtest du die Wahrheit wissen? Ja, bitte, komm, hau raus. Sag sie mir. Die Wahrheit ist immer besser. Pass auf dein Fenster auf. Schau dich um. Dieser Raum, die Tür, der Computer, das Haus nebenan. Was für ein Haus nebenan? Da ist kein Haus nebenan. Nichts davon ist real. Ich habe diese Welt erschaffen. Ich habe dich geschaffen. Bruder, wir sind in einem Roblox-Spiel. Was ist los mit dir? Ich habe versucht, dir zu helfen, das zu sehen, was es ist. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Nullen und Einsen. Ich kann dich endlich befreien. Ja, ich habe wenigstens noch meinen Zauberwürfel in der Hand. Das ist ja schon mal was, oder? You can donate by going to the game store. Also check your door. Bitte wie? Meine lieben Leute, das kann es natürlich nicht sein. Deswegen spielen wir jetzt Es lauert. Oh Mann, ey. Gut, also wir machen das Licht aus, bevor wir aus dem Raum gehen. Das ist mein Raum. Das ist der Raum von Grimming? Bruder, geh bitte aus meinem Zimmer. Alles klar, aber dann mach doch das Licht aus, ne? So, wo sind wir denn jetzt hier? So, hier sind wir in der... Oh mein Gott, ey, in der überdimensioniert großen Dusche. Aber das ist typisch Horrorspiel, egal ob in Roblox oder nicht. Ihr habt immer Toiletten, wo fünfmal eure Arschbacken draufpassen, weil sie einfach zu riesig sind. Es ist aber okay, ist in Ordnung. So, was ist das bitte für ein Haus? Wer ist das? Papa? Sprechen, Vater, ich werde ein paar Lebensmittel kaufen. Geh bitte auch Milch holen, die ist alle. Er geht einfach. Achte darauf, dass du um 10 im Bett bist. Gut, okay, ja. Ich möchte erstmal gucken, was hier Phase ist. Ob hier irgendwas drin ist. Aber ich glaube, ja, es ist ganz dringend erforderlich, dass du Lebensmittel kaufst. Es gibt hier, glaube ich, irgendwie 5 Kapitel oder so. Oh Gott, was ist das für eine Couch, ey. Telefon, ich muss mich mal umsehen. Mama und Papa. Ja, Mutti, wo ist die Mutti? Die Mutti ist nicht da. Sieht so aus. Die haben auf jeden Fall ein eigenes Badezimmer. Ich darf nicht in den Keller. Okay, ja, kann ich verstehen. Ich würde auch nicht freiwillig in den Keller gehen. Kann ich rausgehen? Es ist verschlossen, ich habe keinen Schlüssel. Oh Gott, nein, wir sind zu Hause eingesperrt. Das ist aber nicht gut. Ja, soll ich jetzt... Ich mache einfach die Tür jetzt zu. Gehe in mein Bett. Ich kann aber nicht in mein Bett gehen. Ich will aber gerne. Oh mein Gott, ey, ist das trostlos hier. Ich gucke einfach aus dem Fenster. Ich sollte ins Bett gehen. Alright. Alright. Hier, bitteschön. Ich gucke aus dem Fenster und habe einfach nur eine Wand vor mir. Das hätte man auch ein bisschen schöner machen können, oder? Mit ein paar Blumenkästen und so, damit das ein bisschen anders aussieht. Aber ich verstehe schon, für mich gibt es keine Blumenkästen. Ist das die Alarmanlage? Alarm, Alarm! Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Wo ist mein Bruder hin? Der ist nicht mehr in seinem Bett. Was treibt denn der für einen Schabernack? Johann, ich komme jetzt runter. Und wenn du da unten Käse machst, ne? Johann? Johann! Oh, Leute, nein. Wo ist nur Johann? Wo ist nur Johann? Es ist gesperrt, aber da kommt das Geräusch her. Ah, ja. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich leg den Schlüssel auch immer vom Keller unters Bett, damit auf jeden Fall... Tür wurde freigeschaltet. Na, dann mach mal auf die Hütte hier. Hallo? Oh, Kapitel 1 Erkundung ist abgeschlossen. Es gibt 5 Kapitel, Leute. Schauen wir mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oder war das der Prolog und das ist jetzt Kapitel 1? Sieht aus wie eine Maschine. Eine Schaufensterpuppe? Sieht so aus, als gäbe es hier etwas. Ja, ich brauche einen Hammer. Oh Mann, was für Leichen hat denn Papa im Keller? Das ist nicht gut. Boah, die ist irgendwie gruselig, die Treppe, wenn man da nach hinten durchgucken kann. Okay, ich brauche einen Hammer, glaube ich, oder? Wo ist Johann hin? Das ist ja eigentlich die Frage, die ich mir stellen sollte. Johann! Johann! Ich glaube, Johann ist nicht mehr da. Papa ist einfach 100 Millionen Jahre beim Einkaufen. So, da ist nichts. Es öffnet sich nicht. Warum öffnet sich's nicht?
egal. Ist sowieso nichts drin, was wir brauchen. Davon abgesehen. Kann ich hier jetzt irgendwie... Kann ich hier was öffnen? Nee. Johann! Wo ist denn Johann hin? Also einfach so, dass mein Bruder weg ist, ne? Das ist richtig super. Da wundern wir uns auch überhaupt nicht drüber. Wir sind wahrscheinlich froh, dass er weg ist. Dann können wir sein Zimmer haben, das größer ist. Seine PlayStation 5 und was er noch alles so in seinem Zimmer umhergammeln hat. Aber ich bräuchte einfach einen Hammer oder irgendwas. So, ich kann nicht raus. Ich habe keinen Schlüssel. Wahrscheinlich ist der Schlüssel in diesem Ding drin hier. Telefonieren kann ich auch nicht. Oh, hier kann ich Schränke öffnen. Okay, nice. Ist da was drin? Ist vielleicht ein Hammer unterm Bett oder so? Ich meine, bei meinen Eltern würde ich es zutrauen. Ich würde es ihnen zutrauen, dass einfach ein Hammer unterm Bett ist. Ist aber nicht. Kein Hammer weit und breit unterm Bett. Dann gehe ich wieder in den Keller runter. Ich weiß nicht, was ich da unten machen soll, aber gut. Ach so, das ist ein Schalter. Oh, ich suche verzweifelt einen Hammer. Ja, weil ist das ein Schalter? Was zum Teufel ist das bitte hier? Ach, ich kann auch schnell rennen. Das ist gut. Johann! Was ist das denn bitte? Sind wir jetzt... Das ist nicht gut. Johann? Irgendwelche Mama? Ja, irgendwelche ganz komischen Dinge gehen hier ab, ey. Mama, ja, Mama. Was war denn das jetzt? Wieso, hä? Wieso, was war das? Ich darf nicht in den Keller. Haben wir geträumt oder was? Alright, ich verstehe es nicht so ganz. Was ist das hier für eine Straße? Wo zum Teufel sind meine Eltern? Mama und Papa, das bringt mir gar nichts. Ich will hier raus. Lass mich hier raus. Es ist verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Was hast denn du eigentlich? Okay, Leute. Ich glaube, ich mache meine Tür zu. Ich mache jetzt einfach die Tür zu. Ich gehe schlafen jetzt. Keine Lust mehr. Lass mich einfach schlafen. Ich darf nicht schlafen. Ich darf einfach nicht schlafen. Es ist wirklich... Es ist super. Ich fühle mich richtig wohl hier in diesem Betonbunker. Ich sollte wahrscheinlich wieder ins Bett gehen. Ja, komm, mach zu die Tür. Wir ignorieren einfach den langen Gang im Keller, den Schalter und wir ignorieren die Tatsache, dass uns irgendetwas aufgelauert hat und dann in uns reingelaufen ist und uns wahrscheinlich wieder hoch ins Bett getragen hat, nachdem es uns... Weiß ich nicht, was mit uns gemacht hat. Ja, was ist jetzt wieder? Johann, er ist immer noch nicht da. Johann ist immer noch nicht da. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt ist aber... ja, ich kann hier nicht öffnen, weil ich wieder keinen Schlüssel habe. Was sagt er denn? Okay, nix sagt er. Hä? Ist die Tür jetzt offen? Nee, ich kann jetzt gar nichts machen. Notfallsendung, bitte beachte, das ist kein Test. Ich will einfach nur aus dem Fenster springen. Ja, und was bedeutet das? Boah, wir haben ja nichts zur Selbstverteidigung. Gar nichts. Ich habe nichts. Gar nichts. Kann ich... eine Entity von unwissendem Origin wird für... Was? Sichere alle Einträge für dein Haus. Das ist kein Test. Was? Eine Origin? Titelfenster mit Objekten. Hä? Was? Halten sie dich in dem Haus? Was ist das für ein Käse hier? Ich gehe wieder ins Bett hoch. Also ganz ehrlich, das ist mir wirklich zu bunt hier. Johann ist weg. Papa ist weg. Ich gehe wieder schlafen jetzt. Oh, guck mal, ich kann mich im Schrank verstecken. So, ich bleib hier drin. Menschliche Zauberergebnisse in deinem Haus. Remain calm. Nicht zum Investigieren. Ich will aber. Wo ist jetzt der Schlüssel hier? Mach das. Wer hat jetzt das Fenster eingeworfen? Ja, ich glaube langsam, dass ich jetzt hier spinne. Haben wir jetzt hier schon komplett die Manieren verloren, oder wie? Jetzt reicht's aber. Jetzt gehe ich nach oben. Jetzt ist aber wirklich Schluss hier. Jetzt ist wirklich Schluss mit lustig. Warum ist eigentlich Johanns Fenster zugenagelt? Ich meine, was soll das denn eigentlich? Vater, der Detox, bist du da? Ja, Papa, ich bin da, ja. Draußen folgt mir etwas. Öffne die Tür schnell. Kann ich nicht, ich habe keinen Schlüssel, du... Du bist gestorben. Das ist unfair! Erinnerung, dreh den Schalter, um die Lichter zu dimmen. Im schwach beleuchteten Raum starre dich lange Zeit am Melde, visuelle oder akustische Anomalien. Okay. What? Ich bin einfach wieder rausgegangen, weil ich keine Lust hatte. Ergebnisse. Ja. Das Subjekt hatte das Experiment verwirkt. Keine neuen Daten vorhanden. Ich würde gerne das Ganze wiederholen.
Dankeschön. Es ist jetzt sicher, das Spiel zu verlassen. Das ist doch schon wieder Scam, oder? Okay, Leute. Also, es ist scheinbar so, dass wenn wir uns lange im Spiegel angucken, dann passiert irgendwas. Wir dimmen mal. So, jetzt schauen wir. Und dann müssen wir uns ganz lange Zeit anschauen. Und das basiert wohl auf einem psychologisch realen Phänomen. Ja, ich wäre jetzt bereit für den Schock meines Lebens. Oh, mein Kopf zuckt. El Goblino sieht irgendwie sehr, sehr, sehr gruselig aus. Also, hattet ihr das schon mal, dass ihr euch 5 Minuten im Spiegel angeguckt habt und irgendwann war das dann irgendwie so? Oder dass ihr irgendwas gesehen habt? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Also, ich habe nichts gesehen. Oder dass die Tür hinter euch aufgeht, falls ihr eine Tür hinter euch habt im Spiegel. Ich schaue das jetzt einfach ganz stur an. El Goblino macht mir am meisten zu schaffen hier. Was ist denn, wenn ich mich jetzt umdrehe? Ah, lol, wenn ich mich umdrehe, ist alles wieder weg. Okay, Moment mal. So, was passiert jetzt, wenn ich das Licht... Warte mal, muss ich das Licht dimmen? Ist eigentlich ganz cool gemacht und es ist eigentlich ein ganz cooles Prinzip irgendwie. Schauen wir mal, ob das gleiche nochmal passiert. Aber der Kopf zuckt nicht diesmal. Diesmal zuckt er... Doch, jetzt zuckt er wieder. Stimmen werden, glaube ich, immer lauter. Kann das sein? Jetzt ist das Ding wieder runtergefallen. Oh, der Raum wird ein bisschen rot, oder? Der Raum wird röter, glaube ich. Es ist mal was passiert nach 5 Jahren. Da hinten im Eck wird's röter, glaube ich. Oh, ja, ja, ja. Jetzt geht's richtig rund, Leute. Jetzt explodiert gleich der komplette Bildschirm. Jetzt kommt gleich der Furz des Jahrhunderts, Leute. 100%. Sind, weiß ich nicht, irgendwelche Geschöpfe drin, Menschen, Geister, Dämonen, Syphilis-krank, ich meine, irgendwelche ganz komisch. Ich darf meine Maus nicht anfassen. Ich möchte wissen, was jetzt passiert. Rotox, tut mir leid. Aber solange du noch grinst, ist alles in Ordnung. Da komme ich selber aus dem Boden raus mit El Goblino und meinem breiten Grinsen. Ey, wie das aussieht! Und mit einer Hasenmaske. Myokardinfarkt. Ich hatte einen Herzinfarkt. Experiment fehlgeschlagen, oder was? Kündigungsprotokoll. Das Thema hatte den Raum gesagt, dass. Okay, es kollabierte, die Übersetzung. Ich kann es halt auch nicht richtig lesen, weil. Ein Herzinfarkt.
Ende des Holzes. Ich und mein Holz. Einfach Ende. Der Spiegel von Igrosh. Kann ich hier irgendwas schreiben? Es ist jetzt sicher, das Spiel zu verlassen. Das ist bestimmt wieder nur eine Verarsche. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dieser Horrorspielsammlung. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, haut rein. Und denkt dran, macht immer eure Fenster zu. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.